Ich schlag mal den ersten Song, ich glaube, der hieß so, ne? Nee, das ist ja der Booster im Wimper. Ah, okay. Ach Quatsch, komm, wir machen das hier im iTunes. Okay. Ja. So, Moment, ich mache erstmal hier unseren Jingle. Das ist der. Guten Tag, Sie haben richtig eingeschaltet. Das ist hier im Mom-Kanal. Das ist der Sender Ihres Vertrauens. Hier kann man akustische Produkte von höchster Qualität erwerben. Im Grunde nur dieses eine Album. MP, FC, Ekpre, 3, CF, Programm, File, Digital, Vinyl, Schnitz, alles. Die Platte heißt Parastrophics, ist von der Band Maus und Mars. Wir sind zufällig diese Band und können deswegen mit Gewissheit sagen, dass die Stücke alle von uns einmal durchgehört wurden und für gut befunden wurden. An der Stelle spiele ich immer einen Lacher ein. So. Und wir fangen vielleicht mal an. Meine Assistentin, der Herr Thoma, wird Sie durchs Album begleiten. Möchten Sie vielleicht schon mal reinschießen hier voll? Ja, wir können ja so chronologisch vorgehen. Mhm. Jetzt geht's los. Hier. Ja. So glitzert, ne? Glitzert. Ja. Ja, wir dachten, das soll so eine Art Reise sein, das Album, ne? Wie so eine Art Weltreise, und zwar in die Welt der Moleküle. Und das ist jetzt der Anfangstrack. Man zoomt so mit der Kamera, so von ganz oben, ne? Also erstmal, es fängt so an. Nee, es muss lauter werden. Mann. Jetzt ist man schon in der Hand, ja? Jetzt geht man tiefer hinein und geht an den ganzen Dreckspuren, die irgendwie in den Poren, die Poren verstopfen, dran vorbei. Man sprengt sie weg mit so einer Ultralaser-Mikroskopkraft. Jetzt kommt so ein Raumschiff. So. Und jetzt ist man sozusagen in den Venen, ja, drin und surft da so rum und es ruckelt, weil der Patient tanzt. Und man hält sich halt so fest und jetzt laber ich wieder die ganze Zeit, ne? Ja, ist gut, gut. Das ist jetzt Stück 2. Hört sich fast genauso an. Stück 3 auch. Selbe Harmonie, selbe Tonart, selbe BPM-Zahl. Alles mit aus diesem einen Ton gemacht hier. Nur aus diesem Ton, das ganze Album. Hier auch schon wieder Stück 4. Kein Unterschied. Also habe ich jetzt kaum Unterschied bemerkt, eigentlich. So, den Ton habe ich jetzt live dazu gedappt gerade. Das Album lädt nämlich dazu ein, dass man mal Sachen auch drüber singt oder dazu spielt oder das Autos oder Hunde oder all solche Sachen eben sozusagen harmonisieren. Das haben wir ja noch in Düsseldorf aufgenommen, mit dem Dodo. Ja, stimmt. Ah, wir sind nämlich umgezogen. Ach, das ist auch noch alles passiert. Ja. In dem Album. Ja. Vor Jahren haben wir noch in einem Studio in Düsseldorf irgendwie an den Tracks gearbeitet und dann hier wieder auseinandergefaltet. Und trotzdem ist unser Album dabei rausgekommen. Das ist hier nochmal. Und dann haben wir schon wieder ein Stück auf dem Album. Es sind insgesamt sehr viele Stücke, eigentlich 28 Stücke. Wir haben die aber dann zum Teil zusammengeschnitten, dass es dann am Ende nur 13 wurden. Ja. So, hier auch. Mal das auch schon wieder sowas, so ein harmonisches. Das hast du übrigens sehr schön gesungen. Danke. Das ist so eine Art Space Jazz-Stück mit so einem deepen, launchigen Mellow-Vibe, der so einen gewissen melting-artigen Charakter hat, wie die Sounds ineinander glitschen und mit wonkigen, fast Trip-Hop-artigen Vibes irgendwie so einen uplifting Charakter irgendwie aus dir raus moven. Das ist Stück 6, das heißt Syncopticians. Da fehlt doch ein C, oder? Du weißt ja. Na egal. Hier auch wieder harmonisch, orientiert sich das auch am ersten Stück. Wir machen mal kurz AB-Vergleich. Beach Stop. Erstes Stück. Und jetzt. Das war das 7. Und jetzt. Cricket, siebtes Stück.
Stimmt. Harmonisch total. Weil es eben alles aus diesem einen Ton gemacht ist hier. Leicht, manchmal leicht verändert, also leicht in der Tonhöhe. Da kann man eigentlich ein ganzes Album draus machen, ja, aus diesen fünf Tönen. Ist ja bei dem, warte mal. Hier. Kann man auch immer schön dazu spielen. Das ist übrigens, da sind sehr viele Sounds gemacht worden mit einem, mit einer Software, die ein Freund für uns programmiert hat. Das ist die Software, die heißt Momuf oder so, weil es ist, der Kollege heißt Morgan Dogunet oder so, und der nennt sich Bertuf und der programmiert manchmal. Und da kann man hier so, sieht man das? Ja, das gibt es auch fürs iPhone. Tweaky Beats, wir haben das aber nachgebastelt und jetzt gibt es das Momuf. Und damit kann man eben diese Sequenzen hier machen. Ne? Machen wir sofort. Ist aber ein bisschen auch schon bekannt aus den 70ern eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist alles ein bisschen jetzt so wie das Momuf. Ein bisschen wie diese Maschine hier. Das ist eigentlich ein bisschen hier wie so ein Squee. Ich zeig mal kurz hier, das ist unsere Assistentin. Die hilft uns, damit wir irgendwie auch immer irgendwie alles cool unter Kontrolle behalten. Die Dame heißt G-Drum. Und die wird hier in Berlin hergestellt. Den Namen des Ingenieurs darf ich nicht verraten, weil der sonst die ganze Zeit angerufen wird. Da kann man sehr geile Squee-Tracks mitmachen, mit der Hand. Was, der weiß? Funktioniert das überhaupt in weiß? Weiß ich's. Ja. Ach so, warte. Nimm mal hochheben. Ja. Das ist so ein Squee-Remix, den wir gemacht haben. Also von einem Squee-Stück von Yatosiba und Mesak. Und Yatosiba rappt auf Aserbaidschanisch. Und wir haben das Stück verwurstet und sozusagen unsere Version draus gemacht. Und wir müssen denen den Remix noch geben jetzt. Ja. Oh Gott. Aber das ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Okay, und dann ist das hier das letzte Stück. Six. Der etwas härtere Gang, der wir uns auch bisweilen bemächtigen, um eben vielleicht so gewisse Adrenalin-Repertoires, die im Körper sehr tief verborgen sind, zu mobilisieren, auszuquetschen und in die Adrenalin-Kanäle mit einzufiltern. Und das war es auch schon, unser Album. Also man merkt, es ist von vorne bis hinten rund. Es hat einen Anfang und ein Ende, was ich, finde ich, für Alben immer sehr, also als sehr angenehm erachte. Hat das überhaupt ein Ende? Warte mal. Ah ja. Sehr schön. Jo, das war's auch schon mit unserer kleinen Maus und Mars Stunde heute hier auf groovetvdfmlm.com. Und hier ist nochmal unser Album. So, hier kann man aufklappen. Es gibt noch eine Bonus-MP3-Vinyl-CD dazu und ein Cover innen. Das kann man auch andersrum anschauen. Ein Text von Adam Butler. Sehr schöne Geschichte, die sich auch... Da dreht sich es auch um diese Figur, um diese erfundene Dandy-Figur. Schriftzug selbst gemacht, alles von Rupert Smith mit der Hand, mit dem Mund gemalt. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir uns dann demnächst mal irgendwo sehen. Vielleicht so auf der Straße oder am Strand oder.